Herzlich willkommen zu Wir versilbern das Netz, eine Videoerklärreihe von Wege aus der Einsamkeit e.V., Facebook und weiteren Partnern. Heute dreht sich es um die Fotografie bei Ihrem iPhone. Das heißt, Sie müssen erstmal Ihr Gerät entsperren, indem Sie einmal kurz auf die An-Taste drücken. Dann gehen Sie einmal mit dem Finger hoch und jetzt müssen Sie einen Code eingeben. Mein Code ist 123456. Aber den Code haben Sie ja nicht, Sie haben einen schwierigen Code sich ausgedacht. Dann haben Sie eine App, die heißt Kamera. Sie sehen, hier steht auch drunter Kamera, es ist ein graues Viereck mit einem Fotoapparat drin. Da müssen Sie mit dem Finger draufklicken, dann öffnet sich die Kamera. Das Objektiv, sehen Sie, ist hier unten und hier oben. Und hier unten können Sie verschiedene Funktionen auswählen. Das heißt, es kann ja mal sein, dass Sie aus Versehen irgendwo drauf drücken und da drauf kommen. Wenn Sie hier so langsam hin und her schieben, dann können Sie auswählen, was Sie machen wollen. Sie können zum Beispiel ein Video drehen. Da sehen Sie, ist jetzt dieser Kreis rot geworden. Wenn Sie da draufklicken mit dem Finger, das mache ich einmal, dann fängt hier oben fangen die Sekunden an zu zählen. Alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, nimmt mein Smartphone auf. Und das, was wir hier sehen. Wenn wir stoppen wollen, dann müssen wir auf dieses Viereck drücken. Und Sie sehen, dann ist auch die Sekundenzählung beendet. Wir wollen aber ein Foto machen. Was auch sehr gut ist, Sie können auch ein Porträtfoto machen. Aber wir wollen auf Foto gehen. Sie sehen hier unten den Kreis. Wenn Sie auf diesen Kreis drücken, lösen Sie das Bild, die Kamera aus. Sie sehen daneben ein Zeichen mit zwei Pfeilen drin. Das bedeutet, wenn Sie da drauf drücken, dass Sie in den Selfie-Modus gehen. Das heißt, jetzt fotografieren Sie sich selber, wenn Sie das wollen. Dann heben Sie das Gerät an. Am besten halten Sie es etwas in die Höhe. Warum? Wenn Sie so fotografieren, haben Sie ein Doppelkinn und Ihre Augen sind runter. Halten Sie es nach oben, ist mein Doppelkinn weg und meine Augen gehen strahlend auf, weil ich nach oben schaue. Das ist der Selfie-Modus. Den werde ich jetzt wieder deaktivieren und wieder auf die normale Kamera zurückgehen. Und wenn ich jetzt möchte, dass mein Bild vielleicht etwas größer wird, was ich fotografieren möchte, oder kleiner, dann können Sie zwei Finger auseinanderziehen oder wieder zusammenziehen. Und achten Sie mal hier unten drauf, wenn ich hier auf das Bild gehe, sehen Sie hier unten auch eine Möglichkeit mit einem Schieber. Sie können auch hin und her schieben. Das nennt man Zoomen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wo Ihre Fotos abgeblieben sind, die Sie gemacht haben, gibt es einmal die Möglichkeit, hier unten links sehen Sie Fotos, da können Sie draufklicken. Ich möchte Ihnen aber die Galerie zeigen. Das heißt, wir gehen wieder zu unserem Ursprung. Dann haben wir hier Fotos. Sehen Sie, hier oben ist die App Fotos, da gehe ich rein. Und jetzt sehen Sie die Fotos, die Sie gemacht haben. Und hier sehen Sie auch 17 Sekunden. Das bedeutet, das ist das Video, was ich eben aufgenommen habe. Und wenn Sie da jetzt so draufklicken, dann können Sie hier auseinanderziehen, können sich das angucken. Und wenn Sie dann nochmal draufgehen, sehen Sie hier unten einen Mülleimer. Damit löschen Sie. Und das sind die ersten Schritte der Fotografie mit Ihrem Smartphone. Ich werde jetzt nochmal auf die Kamera gehen und mal ein wenig hier die Pflanzen fotografieren, damit Sie sehen, wie Sie auslösen und wie Sie fotografieren und wo Sie dann die Bilder finden. Das war Fotografie. Ich sage Tschüss, Ihre Dagmar Hirche.